Hey ihr Nihilisten, willkommen zurück zu Nio 2. Ich bin voll der Held, Leute. Ich habe die letzten 20 Minuten einfach mal nicht aufgenommen. Aber das lag nicht an mir. Die Aufnahme ist wohl nach 2 Sekunden einfach wieder ausgegangen. Und ich habe schon nachgesehen, es liegt vielleicht auch nicht unbedingt daran, dass mein Desktop, hier mein PC... Nee, die Festplatte ist noch nicht voll. Ich habe eben nochmal überprüft, während ich aufnehme. Die Festplatte ist nicht voll und es hat sich trotzdem einfach ausgeschaltet. Na gut, nicht schlimm. Dann machen wir halt hier einfach weiter. Was soll's? Haha, lustig, lol, nichts passiert. Großkills, einfach mal 20 Minuten geskippt. Ja, ich habe mich jetzt hier hochgekämpft ins Schloss. Das war nicht besonders schwer. Ich bin ganz gut durchgekommen. Und jetzt schauen wir uns mal weiter um hier. Steht da noch einer? Nee. Weil hier ist ein Kodama. Wo ist denn der Kodama hier? Ich habe ihn doch eben hier durch die Wand gesehen. Nee. Ich wette mit euch, es gibt hier wieder Geheimwände. Wie komme ich denn da hinten hin? Wenn man hier halt eine gescheite Minimap hätte, ne? Ach komm, jetzt kann ich hier noch ein bisschen Zeit ins Erkunden investieren. Ich zeige euch mal so, hier vorne bin ich reingekommen. Ach, ich ärgere mich halt echt darüber. So, hier bin ich reingekommen. Da ist das Haupttor. Da unten geht dann nur der Stück Weg. Oh, da ist noch was. Das Stück Weg geht da unten runter. Das habe ich im Prinzip einfach nur... Ich mache mal kurz ein bisschen Backtracking, Leute, warte. Will ich mal ganz kurz abstechen, den jungen Herrn. Bin ich mehr so ganz peinlich. Da unten war ich übrigens auch noch nicht überall. Also hier bin ich hergekommen. Das ist der Weg. Und da haben wir letztes Mal auch aufgehört, so ziemlich. Hier. Oh. Ja, Bogenschütze. Da oben, seht ihr? Da bin ich doch rüber und dann war da daneben der Einauge hier. Der Oni-Oni. Ja, und wie gesagt, da habe ich dann aufgehört. Und ich habe mich im Prinzip jetzt eigentlich die ganzen 20 Minuten hier hochgekämpft. Habe da alles getötet. Habe mir hier neben noch den Haupttorschlüssel geholt irgendwo. Da bin ich runter. Da habe ich mir den Haupttorschlüssel geholt. Der war hier neben in der kleinen Pagode. Und hier ist, glaube ich, von der anderen Seite versperrt. Ja, sieht man ja schon. Oh nee, das war der Bruchtorschlüssel. Aha. Da, siehst du mal. Komm, wir rennen jetzt über diese Typen rum, deren Kopf abfällt, wenn man Schaden macht. Okay, bei dem jetzt nicht. Der ist einfach gestorben. Aber wir sind über diese Schlangenviecher jetzt unterwegs mit den widerlichen, variablen Köpfen, sag ich mal. Haha. Schaffe ich nicht mehr hin, bis der aufsteht. Guten Tag. Komm, power dich mal aus. Einmal treten, bitte. Danke. Das ist das Schöne an der Axt. Wenn Gegner die schwingen, dann haben sie ruckzuck keine Energie mehr. Oh, da ist ein Kodama. Hallo. Bist du der, den ich gesehen habe? Ja, das ist der. War der, den ich durch die Wand gesehen hatte. Und da ist ein Kätzchen. Komm, Katze, Katze, komm mit. Katze, Katze. Ja. Süße Katze. Oh. Sieh mal da. Ich habe gemerkt, ich habe leider keine Elixiere mehr. Die sind jetzt alle. Alle. Wird auch nicht mehr allzu lange dauern bis zum Boss, hä? Okay, wollen wir mal sehen. Der hat die Truhe ja nicht wirklich gut aufgekriegt. Da ist auch nur Quatsch drin. Oh, Sake ist drin, alles klar. Sake. Wow, ich bin immer noch nicht auf der richtigen Ebene. Schon für eure Reiswand, ich wollte dich nicht kaputt machen. Gute Nacht, mein Prinz.
Aha, aha. Ich muss ganz viel kaputt machen hier. Das ist mein Lebenssinn, einfach alle Sachen kaputt machen. Na komm, kannst du durch die Reispapierwand schießen? Kannst du nicht, ne? Aua, das kann er. Die können ja auch nicht gerade viel, die Luschen, ne? So ein Schwein hier. Man ist leider so ein bisschen eingeschränkt zum Mobil. Ah. Wenn man die Dinger schmeißt hier. Ja, bewegt sich halt einfach nicht. Ist okay. Palisadenbrecher. Sollten ja eigentlich nicht gerade dafür da sein, die Kunai, dass man, oder die Shuriken, dass man die wirft und dabei ist man dann super schnell und beweglich. Ach, guck mal hier. Bitte lass mich wenigstens dies eine Mal schaffen, fürs Video die Wand zu öffnen. Super! Ah, hör auf, dich so zu bewegen. Ey, ich schaff's einfach nicht. Oh, cool. Ich hab mich gerade halten, Schwein. Von Nurikabe abgeschossen. Kinder, es ist mir einfach nicht vergönnt, dass ich mal so eine dumme Kackwand öffne, ohne dass ich gegen sie kämpfen muss. Es ist unglaublich. Ich weiß nicht, was ich falsch mache die ganze Zeit. Ich geh jetzt mal hier hoch. Aber anscheinend mache ich ja einiges gravierend falsch, dass die dumme Wand mich nicht durchlassen will. Hier sollte man auch wieder ein bisschen die Spinnenweben beseitigen, hä? Oh, Hallöchen. Hallöchen, mein Damenklöchen. Erstmal hier die andere Waffe. Zack. Ah, jetzt bin ich wieder hier. Das ist ja gut. Oh, guck mal, wie schön sie ihn runterpinnt. So nicht, mein Freund. So nicht. Ich glaube, ich muss dringend mal bei Onmyo-Magie muss ich dringend mal auf Regeneration gehen. Die Regenerationstalis mal. Naja, komm, halt die Schnauze. Sie warnt jetzt gleich aggro. Oh nein, bitte komm. Hier, Koppel. Ja. Oha. Ich höre die Battle-Musik kommen. Die wollen nochmal heilen, sicher ist sicher. Ich hasse es. Ich hasse es, dass ich das nicht schaffe. Oh, und da ist ein schöner Pool. Komm. Das sieht immer so erfrischend aus. So grün und blau und warm. Voller Heilkräuter wahrscheinlich. Toll. Toll, toll, toll. Wieder so ein Gonzo. Oh. Oh, da ist ja gar keine Schlange. Ich hätte jetzt vermutet, der hat eine Schlange auf dem Kopf. Oh. Wenn er mich jetzt getötet hätte, ne? Hätte ich mich ja schon ein bisschen geärgert.
Hier ist gar nichts. Ja, da drin scheint der Boss zu warten. Aber ich muss ja eigentlich immer so ein bisschen auf Geheimwände achten. Die sind meistens durch Kratzer auf dem Boden sichtbar, wenn man sich daran stellt. Das war bei Sekiro auch schon so. Fand ich sehr cool. Ich mag halt generell so dieses japanische Festungsdesign. Feudales Japan und so weiter, ne? Geil. Geil, geil, geil. Nee, komm, wir gehen mal rein. Mal gucken, was der Boss so kann. Und ich nicht. Ha. Oha. Habt ihr gemerkt, das sind wir, Leute? Raikou. Yoshitatsu. Oh, scheiße. Oh, schon die Lampe gepinnt. Giftet, sehr gut. Oha. Eieieiei. Kriegst halt ein Yokai-Duell. Eieiei, scheiße. Odachi, ne? Und vergiftet. Oh! Ja, cool. Man merkt, dass ich echt nur eine beschissene leichte Rüstung anhabe. Ja. Also ich bin halt so eine Glascannon, muss man sagen. Ich teile ganz gut aus, aber ich stecke so gut wie nichts ein. Na gut, ich teile eigentlich nicht mal wirklich gut aus, wenn man mal so drauf achtet. Ich laufe jetzt einfach mal durch und hoffe, dass ich hier einigermaßen unbeschadet durchkomme. Kann ich einfach mal so baden nebenbei, wenn der mich... Na gut. Schließ du mal, ich bade in der Zeit ein bisschen meinen Hintern. Eieieiei. Ist aber auch ein unangenehmer Boss, oder? Wow. Ey. Ich geh gleich rein, ist mir zu doof. Ah! Oh, er hat mich aber erwischt. Toll, bin ich jetzt tot? Nein. Ich habe noch keine Lebensenergie mehr. Ist ein bisschen unangenehm, oder? Oh, cool. Schon cool, ne? Yeah.
Oh, Dachi hast du mir besser gefallen. Oh, gefallen. Krass mit den zwei Yokai übrigens, wie er das kombiniert. Eine Bewaffnung für den Gegner, glaube ich. Okay, das war jetzt nicht sehr gut, aber... Oh, weiße Knochengeist-Tonfa habe ich bekommen. Ja, komm, der hat Spaß gemacht, obwohl ich jetzt nur weggerannt bin. Wie so ein kleines Mädchen, aber das war auch ein starkes Mädchen, was mich da verhauen hat. Von daher ist es okay. Aber ja, die Glaskannen, ich muss das nochmal überdenken, ob sich das irgendwie lohnt, weil... Es ist schon ein bisschen sehr frustrierend manchmal, wenn man so zwei Schläge abkriegt, ist tot, ne? No shit, wir haben es alle gewusst. Jetzt kommt erst der richtige Boss. どうしたの?浮かない顔して。おい!霊石が!ここにあるはずの霊石がどこにもない! Tja, Takechiro, keine Geisterstelle für dich, mein Freund. Tut mir leid. Takechiro-san. Ja, ist ärgerlich ein bisschen. Dann wäre der Part jetzt genau richtig gewesen, so 40 Minuten. Hätte ich die Zeit vorher aufgenommen, aber nein, das Spiel hat gemeint, oder mein Aufnahmeprogramm hat gesagt, nope. Takechiro scheint wegen der verschwundenen Geistersteine ziemlich aufgebracht zu sein, aber das ist unbedeutend. Yoshitatsus Zusammenbruch, der furchtbare Zustand der Burg... Wurde das durch zu häufige Verwendung der Steine hervorgerufen? Wie bei deinem Dolch und dem Leuchten meines Talismans ist diese Welt voller Geheimnisse. Wie Takechiro schon sagt, ist Nobunagas Eroberung von Mino beendet. Nun scheint er seine Aufmerksamkeit nach Westen zu richten. Du kannst jetzt zwei Schutzgeister gleichzeitig haben. Oh! Mit R1 und L2 kann ich die Schutzgeister wechseln. Oh, das ist ja geil. Das ist ja der Hammer. Und ich kann schon wieder gehen. Wir können einfach mal schon wieder abhauen. So, da werden wir jetzt erstmal die Besucher. Nee. Ach, da kommen wir, verwalten mal die Seelenkerne. Man sollte natürlich nicht immer denselben. Ja, wir haben ja Rohling ausgerüstet, Phantom haben wir noch. Oh, ich habe den Elefant noch gar nicht getestet. Anima-Bonus, Blitzschutz, Zähigkeit, Yokai-Fähigkeitsschaden, Anima-Bonus, Fernkampf, okay.
Angriff erhöhen. Das ist gar nicht mal so schlecht hier. Amrita Absorption. Ja, Angriff erhöhen. Und Kagewani gibt Bonus Fernkampf, Gesundheit, Beharrlichkeit. Aber mit ihm habe ich noch gar keinen drin. Seht ihr mal. Was nehmen wir denn da? Ich habe da schon ein paar aufgerüstet. Hier zum Beispiel den Ippon Datara habe ich aufgerüstet. Peng. Den machen wir dann mal hier rauf. Was haben wir noch ausgerüstet? Beziehungsweise geskillt. Enenra. Ja. Ja, finde ich jetzt auch nicht so wichtig. Giftschutz. Gegenstandsbilanz, Anima-Ladung. Die Nure Onna. Ja, also Gegner paralysieren ist eigentlich schon ganz cool, muss man sagen. Sie ist halt so ein Miststück, ne? Das ist so ein Miststück, diese blöde Yonanba. Yamanba, so. Yonanba. Vaira, war das Ding hier? Oh, Kuroka. Kuroka ist auch ganz gut. Getarnt D. Was haben wir hier? Getarnt D. Goldbilanz. Kodama-Gespür. Ach ja. Das mache ich doch mal. Sehr gut. Kodama-Gespür ist richtig, richtig gut. Ach hier, und Autograb. Haben wir ja schon gesagt, ne? Autograb-Bergung. Das ist dumm, dass die immer Stärke und Mut brauchen, die Dinger. Warum denn das? Stärke und Mut 16 und 19 und 16 und 18. Na egal. Dieser Bonus ist zwar nett, aber der ist auch nicht so wichtig. Achso, und ihr wolltet doch gerne, dass ich mal... Oh, warte. Wo ich jetzt in die Hütte? Ihr wolltet doch, dass ich gerne mal die Dinger vorlese. Dann mache ich das noch kurz. So. Gaki, Yoki, Enki. Hört sich irgendwie alle gleich an. Giftiger Schleim. Radmönch. Auch ein fieses Vieh. Ein Yokai, der einem Rad mit einem gigantischen Gesicht ähnelt. Das Rad ist groß genug, um es für einen Ochsenkarren zu verwenden. Das Gesicht hat eine gewisse Bewegungsfreiheit und kann kurz vom Rad springen, bleibt aber immer an den Haaren damit verbunden. Oh. Ja. In Flammen gehüllt und schrecklich zeternd rollt sie durch das Land. Das Gesicht gleicht einem Besucher aus einer fremden Welt und erfüllt die Herzen all derer, die es erblicken, mit Furcht. Ja, das kann ich verstehen. So, den wollten wir noch. Rokurokubi. So. Ach, guck mal, die Schlange hält den... Die Hände da am Kopf. Seht ihr das? Diese komische Schlange. Diese Yokai besitzen verlängerte Hälse, können diese allerdings einziehen und sich dann nicht mehr von gewöhnlichen Menschen... um sich dann nicht mehr von gewöhnlichen Menschen zu unterscheiden. Dadurch können sie sich so in die Gesellschaft einfügen, dass manche Rokurokubi vermutlich nicht einmal merken, dass sie nicht menschlich sind. In solchen Fällen erfahren die Rokurokubi von ihrem wahren Wesen, wenn jemand beobachtet, wie sie im Schlaf wie sich im Schlaf ihr Hals verlängert. Und der Yukino. Oh Gott. Ich bin echt ein bisschen durch heute, Leute. Yuki Nyodo. Die Yuki Nyodo sind einäugige Yokai, die seltsame Spuren im Schnee hinterlassen. Einen Pfad von Abdrücken eines Fußes, der plötzlich endet. Yuki Nyodo sollen die Fähigkeit besitzen, Schnee und Eis zu kontrollieren. Wenn auch nicht in dem Maß wie eine Yuki Onna. Oh Mann. Und ein Kuroka. Das ist doch einfach auszusprechen. Kuroka waren früher alte Steinlaternen und galten als eine Art Tsukogami. Gegenstände, die einen Geist erlangt haben. Das war eine Steinlaterne? Dafür ist es ganz schön gruselig, das Teil. Wenn eine Steinlaterne, die lange nicht mehr gebraucht wurde, plötzlich von allein brennt, sagt man, das sei das Werk eines Kuroka oder ein Zeichen, dass ein Kuroka in der Nähe ist. Die Flamme eines Kuroka erweckt Furcht in allen, die sie sehen, denn man glaubt, dass diese Unglücklichen in den nächsten Tagen sterben. Ja, wenn man denen begegnet, klar, warum nicht? Mizuki, Kozuki. Naja. So, dann gehe ich nochmal ganz kurz zum Schmied. Ich will nicht so einen Tonfaschen. Oh, ich habe noch Dialoge übrigens bei ihr. Da habe ich ganz vergessen. So, ich mache mir jetzt erstmal so ein paar Tonfa. Hier die weißen Knochengeist-Tonfa. Verderbnis verleihen. Die haben auch einen ziemlich hohen Endschaden, aber die noch besser Herren-Tonfa.
Herrentonfa. Nur zu konsumieren mit dem Herrenkuchen. Oh, Skelettkrieger, Kreuzbein und deformierter Kieferknochen. Ah. So, da habe ich schon die besten Teile drin. Ich hoffe mal, ich kriege gleich ein episches raus. Ja! Stufe 44, Nahkampfschaden, Yokai. So, ihr wisst ja, was jetzt kommt. Ich werde es noch ein bisschen umgestalten. Verändern. Ah ne, warte, vergüten war das. Und umformen können wir es auch noch. So, Goldbilanz brauche ich jetzt nicht wirklich. Gesundheitsentzug, Nahkampf, das ist doch geil. Oh, oder brechen, starker Angriff. Ja, die 10 Punkte, ich weiß nicht. Nehmen wir erstmal, komm. Vergiftung. Oh. Tiefe braucht Angriff, tiefe Haltung. Das ist eigentlich ein bisschen kacke. Das will ich ja nicht. Das will ich ja nicht. So, dann nehmen wir dafür mal... Wir müssen etwas nehmen, was so einen permanenten Effekt hat. Hier zum Beispiel Nahkampfschaden kritisch. Das sieht man an diesem... Genau, Schaden durch Rangeln. Schaden durch Rangeln. Das ist dieses Block auf Block, seht ihr? Todesstoßschaden. Ja, nee, eigentlich nicht so. Blocken kritisch. Was haben wir denn noch alles? Key-Schaden-Fähigkeiten, ja. Kieferbruch abwehren. Hier, Kieferbruch starker Angriff oder Key-Schaden starker Angriff. Ich suche auf jeden Fall was mit starker Angriff. Kieferbruch. Key-Schaden, starker Angriff. Ich würde sagen, das nehmen wir mal. Oder? Ne, wir gucken mal, ob wir noch was Besseres haben. Angriffsschaden, mittlere Haltung. Brechen. Brechen ist eigentlich auch ganz super. Schaden durch Rangeln. Schaden durch Rangeln. Brechen. Ha. Ja, die kann ich halt nicht, weil ich sie ausgerüstet habe. Voll doof. Schaden durch Rangeln. Dann nehmen wir das einfache Brechen. Hier ist ja auch egal. So, seht ihr, jetzt hat die nämlich... Nee, Kiefer braucht tiefe Haltung. Kann ich das nicht übertragen jetzt? Ich dachte, das wird dann... Hm. Die wird doch übertragen, die Fähigkeit, dachte ich. Endform ist dann die Stufe 44, Tonfa. Nee, schade, ich dachte eigentlich, das wird dann übertragen, das Brechen jetzt von dem Teil. Aber das ist eine feste Fähigkeit, die man nicht übertragen kann, ich weiß es gar nicht so genau. Ah, es ist ärgerlich. Brechen, starker Angriff, komm, nehmen wir das jetzt statt. Ja, komm. Gesundheitsentzugsangriff ist nicht so wichtig. So, jetzt rede ich noch ein bisschen mit ihr. Oh, ich wollte mit dir reden, nicht Tschüss sagen. Ich habe eine Bitte an Toyo. Oh, genau, jetzt kann ich die... Ah, ich muss ja mit ihr reden, deswegen. Verkaufspreiserhöhung, Nachlass auf Schmiedekosten. Zusätzliche besondere Funde. Das ist nicht so wichtig. Der Speer ist wohl eine der stärksten Waffen, die je erfunden wurden. Man kann seinen Gegner auf Distanz halten, was gerade für Anfänger unter Kämpfern ein großer Vorteil ist. Und solange du weißt, in welche Richtung du stoßen musst, stellst du eine beachtliche Bedrohung dar. Deshalb tragen frisch rekrutierte Bauern oft einen Speer. Die große Reichweite ist auch praktisch für hochrangige Samurai, die zu Pferd kämpfen. Speertechniken überschneiden sich auch mit denen für andere Stangenwaffen. Speere sind also eine gute Wahl, wenn man viele verschiedene Kampfkünste meistern will. Gerüchten zufolge soll ein Gefolgsmann des Tokugawa-Clans Hattori Hanzo, besser bekannt als Hanzo der Dämon, ein Meister des Speers sein. Jedenfalls ist ein Speer unschlagbar, ob er nun in den Händen eines Meisters oder eines Novizen liegt. Naja, zumindest wenn man gegen Menschen kämpft. Ich habe keine Ahnung, wie gut ein Speer gegen Yokai ist. Ja, okay, also... Ich muss, glaube ich, immer viel schmieden bei ihr und dann kann ich bei ihr Bitten stellen, dass sie mir Sachen günstiger macht und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, ihr wisst ja, jetzt kommt erstmal der ganze Klimbim von wegen Sachen verkaufen, wie ich das immer mache. Ja, ich hoffe, ihr seid nächstes Mal mit dabei und habt Bock drauf. Oh, guck mal, die Schere hier.
Interessant, dass die auch wieder einen Skill hat. Ja, ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns wieder sehen. Und nicht vergessen, Like auf die Folge. Bis zum nächsten Mal mit Nioh 2. Macht es gut. Tschüss.